Die fragt Pietsmiet. In welchem Spiel spielt ihr am liebsten Verstecken? Es gibt einige Spiele. In Rainbow Six definitiv. COD geht so, wenn ich ehrlich bin, was aber am COD-Teil liegt. Und zwar, wenn man sich in Büsche legen kann, ist COD auch cool. In den Teilen, wo das nicht geht, dann ist es nicht so cool. Counter-Strike ist immer lustig, weil es dafür extra Maps gibt. Minecraft ist, finde ich, okay, wenn man es so ab und zu macht. Aber finde ich halt irgendwie nicht ganz so geil, weil so Third Person. PUBG ist auch ganz nett. Ich gebe mit Rainbow Six. Um ganz ehrlich zu sein, ist mir das eigentlich scheißegal, solange sich dieses Spiel halt gut dafür eignet. Es gibt eine ganze Menge Spiele, wo man sagen würde, hey, die haben eine Open World, ne, da kann man sich ja verstecken. Leider ist bei vielen Spielen dann auch die Option leider also nicht drin, die Namen oder sowas auszublenden. Das ist immer sehr schade, aber prinzipiell ist mir das echt egal. Solange man sich aber auch so in Büsche hauken kann, ne, also bei COD geht das zum Beispiel nicht, deswegen ist das schon eher so, ja. Denn, das fehlt einfach Banane. Aber sonst? Ich finde Minecraft wirklich cool auf dem Mod-Server von uns. GTA finde ich auch cool. Ich mag gerne die, und CSGO natürlich. Ich mag gerne die, Versteck. Eigentlich mag ich auch die Versteckspiele, gut, das ist jetzt bei Minecraft nicht der Fall, wo man abgeschossen werden muss, weil dann kannst du noch ein bisschen mehr, oder wo man sterben muss, wo du ein bisschen mehr, ja, wie nennt man das, spielen kannst, ja, da kannst du auch mal fliehen, auch wenn du gesehen wurdest schon. Das finde ich ein bisschen cooler immer. Egal wo dann. In Counter-Strike. Counter-Strike hat sehr viele coole, abgefahrene Maps und da sind meiner Meinung nach bisher die besten Folgen entstanden und deswegen Counter-Strike. Oh, gute Frage. Ich spiele eigentlich am liebsten in CSGO-Verstecken, weil da gibt es halt noch die Mechanik dazu. Also das ist halt super geil, wenn es da so Teleporter gibt oder du in Wänden dich verstecken kannst oder so. Das ist halt schon nice. Wobei ich muss sagen, Spiele, so wie GTA, sind halt auch übelst cool, weil man da halt noch weglaufen kann. Weil wir da halt mit der Regel spielen nicht nur gesehen werden, beziehungsweise in CSGO nur gemessert werden. Aber bei CSGO kommst du halt so selten weg. Und was ich halt bei den anderen Games ganz nice finde, ist, dass du dann noch wegrennen kannst und dadurch halt lustige Situationen entstehen, so wie bei Rainbow Six, dass dann man sich nochmal neu verstecken kann, der andere völlig verzweifelt, weil er den anderen nicht findet. So, mega geil.